So, meine Damen und Herren, willkommen zur 8. Folge. Denn ich habe die letzte etwas längere Staffel geteilt und halbe Stundenfolgen draus gemacht, weil wer guckt sich schon eine 3-Stunden-Folge an? Ja, und was in der letzten Folge geschah, oder was bisher geschah. Wir haben uns in den USA breit gemacht hier. Das schöne kleine Stückchen Land hier gehört uns. Gibt es da zu bauen? Ah, ja, bauen wir mal aus. Bauen wir auch mal aus. Da alles, was auf der Karte blau ist, gehört uns. Bauen wir mal aus, sorgt für mehr Steuern. Schneller laufen bitte. Dankeschön. So, Animismus ist im Rückzug. Ah, okay, zu teuer. Wir haben unser ganzes Geld für Amerika ausgegeben. Kommt einem irgendwie bekannt vor. Nun denn. Wo sind wir? Wir haben erst Norwegen in einer harten Schlacht eingenommen. Dann haben wir uns Schweden geholt. Wir haben es. Ja. Sagen wir es mal so: Den Schweden hat nicht gepasst, dass wir Norwegen hatten. Die Norweger, die Schweden sind dann zu uns gekommen und gesagt: Ja, wir hätten gern militärischen Zugang. Und so. Und dann haben sie uns den Krieg erklärt. Und zwischendrin hat uns dann auch noch Dänemark den Krieg erklärt, weil momentan sind wir, soviel ich weiß, mit Dänemark im Krieg. Ja. Und das gefällt mir gar nicht. Was haben die hier drin so stehen? Lappen. Nichts als Lappen. Wir haben hier nur eine Standardverteidigung drin stehen. Das hier wird alles noch repariert, Infrastruktur wird nicht gebaut, die Jungs werden noch geheilt, also wieder aufgefüllt. Bei der Forschung sind wir hier sehr weit vorne mit dabei. Es wartet jetzt nur noch darauf, bis irgendwas derartiges ausgebaut wird, genau. Hier haben wir schon sehr viel geforscht. Hier können wir erst forschen, wenn wir uns in diesem Forschungszweig betätigen. Aber das mache ich dann als allerletztes, weil das gibt immer so Forderungen nach Revolution und da muss man immer was gegen machen. Deswegen behalte ich das lieber für andere Zeiten auf. Ja, das heißt, Minister. Natürlich alles da hier. Sterne bis zum geht nicht mehr. 60% Unterstützung. Handel ist durch Dänemark eingeschränkt, weswegen ich da auch einschreiten muss. Weil Handel wird eins unserer größten Einkommen sein. Bis wir sie natürlich alle eingenommen haben, weil das Ziel ist Weltherrschaft. So. Ich guck gerade mal auf die Uhr, wie viel Uhr wir haben. Ist eine gute Uhrzeit. Dann würde ich sagen, ja, ich versuche mal so eine halbe, dreiviertel Stunde jetzt zu machen. Ja, interessiert mich relativ wenig. Ist kaputt. Reparieren ist gar kein Problem. Ist nicht kaputt, weil das ist ja unser Hauptgebiet. Verliert irgendwie an Geld. Die brauchen noch eine Runde. Hier läuft noch alles sehr gut. Wir haben nicht genug Geld, um das jetzt so krass auszubauen. Hier sparen wir uns erstmal unser Geld. Hier könnten wir eine Einheit
reinsetzen zur Verteidigung. Aber ich gebe mein Geld lieber erstmal in sicheren Häfen aus. Wie sieht es hier mit dem Protestantismus? Beliebtheit, alles super. Nur no villages left. Ja, das heißt, man kann sich hier rein auf das Bevölkerungswachstum stürzen. Und dann können wir diese Kirche abreißen, weil die Vereinigten Staaten sind eh protestantisch eingestellt. Ich weiß zwar nicht, wie es mit den heutigen USA steht, was die so denken oder was die sich wünschen, dass man sie nennt. Hier müsste auch 100% Protestantismus sein. Ja, das heißt, hier wird auf jeden Fall erstmal Geld investiert. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Also wir können hier dann gleich mit Arbeitern anfangen. Mal, gibt es hier noch irgendwo ein Dorf, das sich ausbilden könnte? Naja, obwohl hier so viel Platz ist. Mahlzeit. Das war ein Schluck auf. Man sagt dann trotzdem Mahlzeit. Oh, danke. Bitte. Hier oben wird alles ausgebaut. Hier oben ist schon alles ausgebaut. Das ist hässlich. Stimmt. Was will hier noch ausgebaut werden? Ja, für die Kavallerie. Great Arsenal. Muss gebaut werden. Moment. Habe ich das? 5400 habe ich das hier schon. Ah, das ist hier schon ein Bau. Genau. Weil es ist sehr gut. Also wir sind ja, ich meine, wir sind ja militärisch fortschrittliche Nation. Deswegen müssen wir uns eben darum kümmern. Ein unqualifizierter Kommentar. Moment, das habe ich doch. Coke Blast Furnace. Habe ich das Ding nicht entwickelt? Ja. Oh, das heißt, das Einzige, was da noch fehlt, ist Geld. 6000 pro Runde. Läuft. Momentan ziemlich viel zu investieren. Vor allen Dingen hier hätten wir viel zu investieren. Momentan will ich in meine Kerngebiete hauptsächlich Geld reinpumpen. Aber hier hinten könnte ich etwas rekrutieren. 70, 25, 70, 40. Also die kosten zwar eindeutig mehr im Unterhalt, aber die Leichtinfanterie hat mehr Reichweite und mehr Genauigkeit. Sie sind nur weniger. Was kosten die im Unterhalt? 200. 280. Weg. Ja, dann sagen wir halt mit leichter Infanterie. Ich weiß nicht, inwieweit jetzt leichte Infanterie mehr bringt. Also wenn man taktisch spielt, also wenn man selbst spielt, ist leichte Infanterie, glaube ich, sogar besser. Weil man kann früher anfangen zu schießen, der Gegner muss sich erst postieren. Bis dahin hat man selbst schon seine dritte Salve oder so abgeschossen und den Gegner dezimiert. Und mehr Genauigkeit ist auch noch gut, aber halt weniger Männer. Aber was gibt es zu tun? Momentan nichts. Die Schifffahrt da, die da entwickelt wird, die kann da meinetwegen vor sich hin entwickeln. Das interessiert mich nicht groß. Ich hoffe jetzt nur, dass jetzt nicht irgendeiner, wie jetzt zum Beispiel die Russen, die Spanier oder die Engländer, irgendwie sich negativ mir gegenüber äußern. Blacklist. Ist so ganz viel Psycho-Gedöns. Keine Ahnung. Hat halt auch mit Action und Blut zu tun. Ja. Genau, theoretisch könnte ich das jetzt auch ausbauen, aber Geduld. Erst kommt hier dran. Die Leute natürlich nicht mehr so arg glücklich, aber gut, brauche ich jetzt nicht groß.
Was ich brauche, sind Handwerker. Es muss gearbeitet werden. Genau, das ist ein College. Das brauchen wir für Steuereinnahmen. Hat man dann eigentlich auch draußen das Vogelgezwitscher auf deiner Aufnahme? Vermutlich. Cool. Ist richtig atmosphärisch. Die Zufriedenheit ist hier. I know where it's left, genau. Die Zufriedenheit ist auch hoch genug, dass wir hier so einen Mann, so einen Crafts-Workshop bauen können. Ja. Wir haben noch 3000 übrig. Norwegen sollte uns nicht allzu schnell abhanden kommen, denke ich mal. Also können wir das da, das Geld dort auch investieren. Viel Geld ist nicht mehr übrig. Ja. Dann nehme ich, denke ich mal. Dann nehme ich diese Herren hier wieder mit. Weil ich denke, mit leichter Infanterie dürfte sich das hier gut verteidigen lassen. Ja. Die machen hier dann erstmal einen langen Marsch durch die wilden Lande. Weil, ja. Dänemark hat mich angepisst, jetzt pisse ich Dänemark an. Und das hier gehört ebenfalls Dänemark. Das kann zwar eigentlich gar nichts, aber das ist ein schöner Zwischenhafen in die USA. Oder allgemein der amerikanische Kontinent. Oh, stimmt. Das Brandenburger Tor kann ich bauen. Interessant. Happiness, Happiness, Prestige, Mut und Capacity. Und ich kann so einiges bauen. Aber kostet halt auch verdammt viel. Naja, werden wir ja sehen. Okay. Uppsala. Nee, Magdeburg hat momentan genug. Das heißt, die kümmern sich darum. Und Uppsala, das braucht viel zu lang dafür. Das ist schon fast fertig entwickelt. Fire and Advance. Advance. Die machen dann das hier. Da, 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 da. Machined Rifling. Wird gerade entwickelt, okay. Also nichts, was ich nicht erforschen könnte. Das heißt, wir können dann demnächst gleich anfangen, die High-Tier-Schiffe zu bauen. Das heißt, dann Schiffe mit ein paar hundert Mann an Bord, mit mehr Kanonen, als den meisten eigentlich lieb ist, und eine Breitseite kann eine Brick mit, also quasi sofort versenken. Und dann gibt es noch Kanonen vorne, Kanonen hinten und der ganze schöne Luxus. Und die Einnahmen gehen nach oben. Sehr schön. Obwohl ich Geld ausgebe. Oh, stimmt. Die haben mir meinen Haupthafen hier, haben sie mir freigelassen. Aber ich kann immer noch keine... Oh, die... kleinen Staaten sind wohl etwas geschrumpft. Wohl vermutlich auch dadurch, dass ich ein paar davon, nennen wir es, vereinnahmt habe. Ich habe sie aufgekauft. Hat man ja früher so gemacht. Heute kauft man die andere Firmen auf und mit einer Firma kauft man auch quasi ein Land. Und damals hat man sich die Länder eben mit militärischer Gewalt genommen. Ich weiß übrigens nicht, wie ich das kommentieren soll, was momentan auf der Krim passiert. Location, Location, Finnland. Ja. Das heißt, hier, wie sind die drauf? Geht so. Nächste Runde. Ein Dörfchen. Das muss ich definitiv gut verteidigen lassen.
ich sie schon mal auf den Weg. Irgendwas Produktives kann ich hier, glaube ich, nicht bauen. Weil wenn, dann würde ich das hier bauen oder da. Großes Arsenal habe ich hier, so viel ich weiß. Das ist hier ein Bau, genau. Momentan investiere ich lieber in Wirtschaft. Kann ich hier irgendwie irgendwas investieren? Weniger. Das hier wird ausgebaut zum Vollausbau. Das baut immer noch. Das ist eine Schule. Was? Ach, bin ich blöd. Das wird gebaut, das wird gebaut, das ist in Bau. Das heißt, diese Runde kann ich hier kein Geld ausgeben. Das heißt, ich kann... Na, sagen wir es mal dafür, dass es Norwegen besser geht. Und dann sorgen wir dafür, dass Schweden besser geht. Aber Schweden ist halt auch ein richtig krasses... Erstens krass groß und zweitens krass viele Leute. Steht hier irgendwo viel, wie viele Leute hier wohnen? Gerade nicht. Change Tax Policy. Nö. Wie sieht es eigentlich mit den Adligen aus? Und wie sieht es mit meinem Einkommen aus? Liegt bei 5000. Ja. Das sorgt für ein bisschen mehr Popularität. Mit 5000 pro Runde kommen wir aus. So, nächste Runde. Ja, es wird immer schwerer zu berechnen, da es immer komplexer wird, ich weiß. Ich hoffe, ich komme nicht irgendwann an so einen Punkt wie den in... mit denen es in Rome Total War, also Rome 2 Total War gab. Dass es dann sich irgendwann aufgehängt hat. Finnland, einen Hafen. Wow, geil. Naja, da hier kein... Hier ist keine Farm, also sagen wir mal durch Nahrung. Für Nahrung durch Fisch. Fusch. Fisch, Fisch. Ja, ihr macht euch immer noch hierhin auf den Weg. Da muss ich nichts investieren. Aber mittlerweile müsste doch hier viel fertig sein. Genau. Hier gab es nichts zu bauen. Das ist viel wert. Das baut noch. Das baut auch noch. Also... wird gebaut. Das sind dann so die kleinen, aber dennoch nicht uninteressanten Geldlieferanten, die dann so nach und quasi sich nach und nach aufbauen. Ja gut, dann ist Dänemark als nächstes in der Reihe. Was haben die an Verteidigung? Ein einfaches Fort. Was haben die innen drin? Fixed Artillery. Das heißt, die können, wenn sie einmal stehen, können sie sich nicht mehr bewegen. Das ist gut. Pikiniere interessieren mich kaum, da ich kaum Reiterei habe. Und die schieße ich nieder, wie es mir beliebt. Ja, hier wird die letzte Militärtechnologie bis auf das hier. Percussion Cap. Irgendein Minister, der gestorben ist, der mal ausgewechselt, den man mal auswechseln könnte. 46, schon ein bisschen alt. 39, 55, 60. Warten wir eine Runde. Das Schlimmste ist immer die Wartezeit. Diese leeren Runden, in denen man nichts machen kann. Also man kann schon etwas machen, aber sie sind halt so immens kostenintensiv und stellen immer ein Risiko dar. Oh, hier hat sich ein Hafen gebildet.
Der sorgt für Exportkapazitäten. Ja gut, ich habe schon einen Fischerhafen. Sag ich mal, habe ich hier irgendwo schon einen Hafen für Militär? Nein. Also wird das jetzt ein Militärhafen. Die bekommen auf jeden Fall bessere Straßen. Gut, das ist das Maximum, was man bauen kann. Die bauen noch. Ja, dann wäre das Geld hier. Infrastructure. Infrastruktur ist überall auf ihrem Maximum, so wie es sein sollte. Hier dann vermutlich dann auch, ja. Ja, kann ich allerhand von Artillerie. Egal. Hier komme ich nicht hin, interessanterweise. Genau, das war immer das Problem mit Dänemark. Die haben immer meine Häfen belagert. Und das heißt, ich komme ohne, außer ich gehe durch Hannover durch. Dann kam ich dahin. Aber ich glaube auch nicht. Aber ansonsten... Immer noch die zwei Einheiten, die das verteidigen. Hier haben wir immer noch die, die hier zur Verteidigung stehen. Es sind nicht viele, aber wir müssen immer bedenken, dass wir auf einfach spielen. Da hauen wir hier mal noch ein bisschen Geld raus, damit das dann später auch wieder mehr Geld bringt. Ich weiß nicht, wie lang die Amortisierungszeit ist, also diese, damit sich das Ganze amortisiert, die Kosten, die Zeit, die bla bla bla. Wenn ihr wisst, was ich meine, dann könnt ihr mir folgen. Lifeguard. Elite-Infanterie. Range 70, Accuracy 50. 70. 7, 15, 9. 9, 18, 12. Okay, wenn man ein paar von den Jungs hat, dann muss man sich, glaube ich, vorher nichts mehr fürchten. Das ist dann sowas wie die SS. Na, jetzt habe ich die Jungs hier unten und kann nicht rüberschiffen. Da die Schiffe, die ich bauen kann, unter aller Sau sind, habe ich hier irgendwo einen Militärhafen. Bitteschön. Second rate ship off the line. Third rate. 86 Kanonen. Kann ich schon bauen. Gut. Dann wissen wir, wofür nächste Runde unser Geld ausgibt. Ausgeht. Und ich drücke mal im Voraus viel, damit mir nicht die Stimme ausgeht wie gestern. Was ist diese Runde passiert? Elektrischer Kondensator. Local Fishery. Jo, da machen wir mal einen neuen draus. Das können wir natürlich ausbauen, aber nun. Ja, da fehlen die Erforschungen, die Forschungszweige. First Rate kann ich noch nicht bauen. Ich glaube, das Krasseste wäre, wenn man dann Admirals Flagship First Rate hat. Aber hier, davon baue ich zwei und dann ist auch schon wieder mein Geld leer. Also ich denke mal, die sind dann auch die Zeit und das Geld wert, dass man in sie investiert. Das wird dann recht interessant. Davon brauche ich eigentlich nichts, weil ich damit eben nicht rüberkomme.
Ich weiß jetzt nicht, es ist eigentlich so eine Verbindung, über die man rüber können sollte, aber komme ich halt nicht rüber. Ach, das ist behindert. Wie geht's denen eigentlich? Ja. Die haben viel Reiterei, aber mit Linieninfanterie sieht es da nicht so doll aus. Hannover. Oh, das Rheinland gehört jetzt Hannover. Straßburg gehört Frankreich. Nur noch Bayern gibt's. Württemberg ist wohl kaputt, wie es aussieht. Das ist ein bisschen schade. Savoy. Gibt es irgendwas Spezielles zu tun? Wir haben noch 1200 hier drüben. Die meisten Indianerstaaten, die einfach zu unterwerfen wären, habe ich unterworfen. Ja. Das hier ist in drei Runden vollständig ausgebaut. Das in einer Runde. Hier kann... Ah doch. 2700. Also warten. Und dann hoffen, dass man da hier die nicht kanadisch, nicht mexikanisch, die dänemarkische Flotte sextant. Killen. Konstruktion. Da kann ich dann noch eins drauflegen. Nein, jetzt habe ich es weggeklickt. Köslin. Was braucht die Gegend hier? Eine Webstube. Wie sieht es mit der Beliebtheit aus? Um späteren Beliebtheitsproblemen vorzusorgen. Bildung ist momentan nicht vonnöten. Kirchenschule, 5% Katholiken. Damit kann ich leben. Und Webstuhl bringt zwar Wohlstand und insgesamt auch Geld pro Runde, aber momentan... Marokko. Jo. Hab jetzt leider verpasst, was ich noch alles bauen kann. Also gehen wir von Hand durch. Nope. Moment. Na bitte doch. Mit dem Geld, was ich jetzt habe, kann ich nichts weiter bauen. Hier fehlen dann halt die 3000. Ja. Hier stehen sie. Können nichts anderes tun. Das kann ich nicht machen. Vermutlich, weil ich keinen General habe. Ich will darüber. Moment, die bauen, die rekrutieren ja noch. Wir brauchen halt drei Runden. Vielleicht noch eins der fünften Klasse. Da ist mein Geld auch weg, aber ich muss mal gucken, wie sieht es denn bei denen aus? Sixth Raid. 92 Mann. 56 Kanonen. Gut, die Dinger, die ballert man, die Schaluppen, die ballert man weg wie sonst nichts. Aber mehrere Six Trade, die haben halt auch das Problem, dass sie in großen Mengen aufgetreten immer noch nicht gerade schwach sind. Das Problem ist, wenn man sich jetzt da eine große Flotte anlegt, die kostet halt auch wieder ordentlich. Nicht nur beim Bau, sondern auch pro Runde. Norwegen, sehr gut. Ach, stimmt. Ja. Gut, Geld ist noch übrig, aber hier gibt es, glaube ich, kaum noch Belange.
Ist immer gut, einen Hafen, einen Militärhafen zu haben. Das hier ist ausgebaut, ausgebaut. Und hier ist nächste Runde Zeit zum Stapellauf. Und dann würde ich mal gern etwas probieren. Wie kommen wir mit der Zeit hin? Ja, es ist fast eine halbe Stunde rum. Das passt mir dann ganz gut. Dann kann ich nämlich erstens die Folge beenden. Und zweitens werde ich dann ausprobieren, wie ich mit den Second-Rate-Schiffen gegen mehrere, also ich werde mich dann der dänemarkischen Flotte annehmen. Gucken, wie ich dagegen ankomme. Das dann aber in der nächsten Folge passieren wird. Okay. Das kann man dann gleich ausbauen. Das ist alles Endzeitgebäude. Ja, da hätten wir noch 6000 übrig. Und dann in diesem Fall jetzt danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dann.